Also, wir gucken. Nutella. Guten Morgen, meine Lieben. Wir sind schon wach. Nilay muss zur Schule. Elisa muss zum Kindergarten. Ne? Mama hat frei. Und Nilay hat heute eine ganz tolle Frisur. Sleekbun. Ein Sleekbun, wie ihre Schwester. Wie ihre Schwester. Das macht so immer bei meiner Schwester Frisur Sitz. Ja. Und das ist so lustig im Auto. So. Da, auch gleich können wir auch da dieses Brot machen. Dieses? So, hier, Raupe nimmersatt. Raupe nimmersatt. Ja, Raupe so nimmersatt. Ach so, dann. Willst du das Brot mitnehmen? Das magst du doch. Soll ich was da rein tun? Nee, nur so. Magst du Nutella drin haben? Das schmeckt voll lecker, bestimmt. Ja, willst du haben? Ja. Hier, guck mal. Ich tu mein Handy mal hoch. Stopp. Okay. Aber hier holst du mich, meine. Ja. Versprochen? Ja. Soll ich das toasten oder nicht? Bitte? Soll ich das toasten? Nö. Sicher? Ja. Ich kann es auch toasten. Nein. Ich habe hier drunter noch mein Body. Hier. Zieh eine Weste an. Ne? Ich hatte lange nicht mehr diesen Hoodie an. Der ist pink, das ist so eine Babyfarbe. Nein. Hörst du mir zu? Nicht Schulhof verlassen. Mittagspause. Kommst du? Nein, komm ich nicht. Ich komme nicht. Heute nicht. Boah, ich könnte mir ja Reis. Aber sag niemals nie. Trocken Reis ist nicht lecker. Hol dir beim Bäcker was. Ja, wenn ich auch ins Dorf gehen darf, ne? Nee, ihr habt doch Schulbäcker rein. Ja, ich mach dir Brot. Wenn du das alles isst, dann brauchst du eigentlich nichts haben. Ich glaube nicht, dass du Hunger bekommst. Das glaube ich auch nie. Das hätte ich jetzt auch oder darf ich das jetzt auch zum Frühstück essen alles? Oh ja, ich du hast es gesehen. Ich esse immer Wurst morgens. Bitte. Kannst du das dann mit dem Teller auch machen, wenn ich jetzt essen kann? Ich hab das aber heute, ne? Und eins noch zur Schule, ne? Ja. Probier mal, schmeckt dir das? Willst du das so haben? Ja, vielleicht. Passen die Schuhe insgesamt oder drückt das vorne? Nee, da. Oh, mein Outfit! Die sind toll, sagt sie. Ja, sei ehrlich. Ja. Sei ehrlich. Mein Outfit. Ganz schön. Ja. Krass. Boah, ich bin so verliebt in mein Outfit. So, du ziehst das aus. Halt. Hab dich lieb. Ich dich auch. Viel Spaß. Ja. Ich komm heute nicht. Nilay. Oh, du kommst nicht. Vielleicht. Du kommst nicht? Nein, alles sicher. Nilay, Paranoide Brak nicht aufmachen. Erst wenn du es brauchst. Bitte, ich möchte keine Anrufe, keine Nachrichten. Ja, Papa. Okay? Ja. Ich wünsche euch viel Spaß. Thank you. Wir sehen uns nachher. Thank you. Elisan Oma holt dich Pass ab. Pass mich um. Tyson Giffel. So, warte. Schatz, wenn ich du. Kann nicht mehr fahren. Nein, pass auf. Wenn du im Kindergarten bist, ihr geht kurz zum Händewaschen, Becken, machst deine Hände nass und machst die Haare einmal so, ja? Mhm. Mit ihr. Okay? Mhm. Anna Stickmann. Du weißt ja, wie das geht, ne? Machst du mit Papa, okay? Und dann hängst du dir ein frisches Handtuch auf, wie du mit mir immer mehr auch machst. Mhm. Einverstanden? Dann sieht das frisches wieder aus. Handtuch auf. Ja, Schatz, machst du mal die Haare so, dann ist sie glücklich. Dann hat sie Slickbomb. Hat du Pim. Hat sie ja wieder Pim. Also, tschüss, viel Spaß. Tschüss. Bis nachher. Warte. Tschüss. Oh, deine Tasche. Mama, lass mich laufen. Mama. Ja, läufst aber beeil dich. Mama. Du musst zum Training. Auf jeden Fall muss man halt die Chance haben. Tschüss. Wir bringen Milch mit, ne? So, ich habe mich jetzt aufgerafft. Es ist schon 9:30 Uhr. Habe auch mit meiner Schwester schon telefoniert. Die ist ja in Holland. Zu Besuch, Familie besuchen von ihrem Ehemann. Und ja, ich fahre jetzt nach Hardegg. Die haben da nämlich, das ist gar nicht so weit weg von uns,
Da fahre ich jetzt gleich hin. Die öffnen nämlich um 10 und ich möchte gerne Deko gucken, weil... Das sieht so, ich drücke das mal mit den Worten meiner Tochter aus, so lost aus. Das sieht echt so leer aus. Und dann möchte ich gerne ein oder zwei Deko-Teile haben. Etwas Schönes zum Hinstellen, damit das Gesamtbild auch schön aussieht. So, da fahre ich jetzt hin. Jetzt mache ich mich mal fertig. Und dann... Und Elisabeth hat ja um 11.30 Uhr Schluss, aber ich muss sie nicht abholen. Meine Schwiegermutter holt sie ab. Weil Elisan unbedingt die Oma sehen möchte. Und die kommt dann um 3 oder so. Ja, das mache ich. So, ich bin jetzt mal endlich fertig. Heute sehe ich mal wieder ein bisschen frischer aus. Und ich fühle mich dann auch so frisch, wenn ich mich ein bisschen zurecht mache. Ein bisschen Farbe ins Gesicht, ein bisschen Wimperntusche, eine knallige Farbe. Und dann fühlt man sich wieder, als hätte man die Welt gerockt. Jetzt gehe ich ohne Kinder mal weg. Heute Nachmittag muss ich sowieso wieder Nilane zum Sport fahren. Da kann ich jetzt mal in Ruhe mal was gucken. Heißt jetzt nicht, dass ich unbedingt jetzt heute was kaufen werde. Vielleicht finde ich was Schönes und dann hole ich das. Und wenn nicht, dann nicht. Aber welche Jacke ziehe ich jetzt an? Mein Outfit for the day, damit das nicht so altbacken aussieht. Ich habe nochmal Turnschuhe, Sneakers angezogen. Da spiegelt sich die Farbe wieder, ne? Ich bin's gelungen. Ist mal schön, nicht immer in Arbeitsklamotten, ne? Es ist schön, sich manchmal zurechtzumachen und einfach nur raus. Einfach nur raus. So, es ist aber kalt. Es ist kalt draußen. Ja, ich fühle mich wohl. Ich fühle mich wohl mit meinem Outfit. Ich fühle mich wohl. Das ist gut. So, los geht's. Ich bin mal neugierig, ob ich bei Hardeck was finde. Oder sehe, was mir gefällt. Ich bin immer so wählerisch. Es ist aber kalt. Leute, im März so kalt. Dann fahren wir mal los. Erstmal zur Tankstelle. Oh, ist das schön, mal ein paar Tage hintereinander frei zu haben. Ne? Dann erholt man sich auch. Es ist schon viel zu tun da. Macht mir Spaß, aber es ist viel zu tun. Ich bin da. Das ging ja ganz schnell. Ich war schon lange nicht mehr hier, jetzt bin ich aber neugierig. Hier für den Eingang herzlich willkommen. Finde ich ja ganz toll. Das ist auch sehr schön. Ich muss was Passendes finden. Wo ich gerade hier bin, sehe ich die wunderschönen Badezimmerteppiche. Die Farbe würde gut bei mir passen. Die ist auch reduziert auf 69. Sowas gefällt mir sehr. Aber das ist Gold. Und ich habe nichts Gold im Wohnzimmer. Sowas. So ein Ding. So ein Dekoteil und dann würde das reichen, aber das ist nicht meine Farbe. Die haben echt tolle Sachen. Hier. Alles in Gold. Aber sowas haben die auch bei Action. Ich glaube, da fahre ich trotzdem jetzt mal hin und gucke. No. Ich möchte keine Kupfer- oder Goldfarben. Das ist alles so in dieses bräunliche, gelbliche. Na schade, jetzt bin ich umsonst. Aber da drüben gegenüber gibt es noch Roller, da gehe ich jetzt auch hin. Ne, die haben hier nicht das, was ich mir vorstelle. Ja, gehe ich mal bei Roller noch gucken. Da ist Roller, da gehe ich jetzt mal hin. Und gucke, was die an Deko zu bieten haben.
Ansonsten fahre ich nach Endstation Action. Ah, nee. Die finde ich ja auch toll, ne, für den Eingang. Ich weiß aber nicht. Ich möchte eigentlich etwas Neutrales, was ich auch länger nach Ostern auch lassen kann. Aber für den Eingang ist das auch schön. Nee, ich bin hier auch nicht fündig. Ich fahre jetzt nach Action. Ich fahre einfach nur nach Action. Es ist aber immer so, wenn man was Bestimmtes sucht, dann findet man es nicht. Und wenn man dann sagt, ach, egal, irgendwann fällt einem das so ins Auge, sage ich mal. Ich guck, ich habe ja Zeit. Es ist heute mein Vormittag. Bist du unterwegs, wenn deine Frau nicht da ist? Ja. Musstest ja, du Klopapier? Die für den Arsch sind holen. Ach so, warte, ich habe extra nichts gesagt. Mal gucken. Ja, was denn? Dass da unten kein Klopapier mehr ist. Ich habe es vergessen. Ja. Schatz, glaubst du, ich war bei Hardegg, ich war bei Roller, ich war bei. Hast du eine Rundreise gemacht? Pass auf, ich war bei am Münster Hauptbahnhof. Ah, ja, hast du Rundreise gemacht. Teddy. Ja, schön. Glaubst du, dass ich irgendein Dekoteil gefunden habe? Nee, ich war bei Action. Nichts. Ja. Gar nichts habe ich gefunden. Ja, toll. Holen Sie nicht. Nee, ich habe nichts gefunden, was Schönes. Gut siehst du aus heute, ja? Ja, Thalys hat mir das auch gesagt. Ja, guck mal. Guck mal. Denk an meine Worte, die ich dir gesagt habe. Habe ich mich mal schick gemacht. Ich habe hier in Sand Dingens geholt. Ja, toll. Die Sandkreide, oder nee. Was? Nee. Ich habe Play-Doh hier, 20 Farben. Ja. Das ist hier, da kann sie Eiscreme machen. Was würde die Eiscreme machen? Ja, mach die gerne. Pizza, Eiscreme. Kuchen, hier Haare frisieren kann sie. Ja, super. Ja, doch, das ist. Ist das Moped da mit drin oder was? Ah, natürlich. Und hier auch das? Ja, ist das alles haben wir mit doch drin. Alles schon. Nein, das haben wir nicht. Das haben wir ja. Nein, das haben wir nicht. Frau Müller, wir das haben wir ja. Nein, Nudelmaschine. Spaghetti. Das ist Eismaschine. Oh, mit Eiswaffeln und so. Ja, das musst du Fantasie haben, dann ja. Ist die Eismaschine ja, und die Nudelmaschine. Aber habe ich jetzt geholt für sie. Ja. Da macht das Spaß. Das macht das Spaß. Ja, ne? Ja, 20 Farben. War jetzt nicht teuer. Ich meine, diese drei Sachen 30 Euro. Ja. Weißt du? Ja. Das ist schon günstig. 12 Euro, 20 Farben, Jörg. Mhm. Das hat 12 Euro und das hat, glaube ich, 5 Euro oder so. Dann hat sie aber jetzt ihr. Du hast ja richtig gute Deko gekauft hier. Ne, Deko habe ich nicht gefunden. Hast du eine Kiste für sie, wo wir die ganzen Play-Doh-Sachen reintun? Nein. Das ist zu klein. Das passt da alles nicht rein. Eine Kiste. Oder ein Korb irgendwie, dass man alles da reinschmeißen kann. Weißt du, dann hat sie alles da zusammen. Manchmal, wenn schlechtes Wetter ist und so, dann kann sie Play-Doh spielen. Ja, das sieht doch auch gut aus. Oder? Hinten ist auch was, was wir nicht brauchen können. Das weiß ich nicht. Was da ist, weiß ich nicht. Schieb mal nach vorne. Play-Doh. Ach, guck mal. Da, schau her. Da ist ja auch noch Play-Doh. Da kann sie bis Grundschulabschluss Play-Doh machen. Wenn sie wegräumt. Wenn sie das alles wegräumt. Hat's aber jetzt erstmal genug. Mach doch mal, ne? Das ist dann Müll, weißt du? Nee, da kannst du doch was reintun. Was soll ich denn da reintun? Saure Gurken. Ich mach ja auch saure Gurken. Ja, eingelegte saure Gurken. Das ist doch schön. Guck mal, kann sie. So. Das geht doch so. Das ist die Play-Doh-Kiste. Mhm. Papa, wo ist meine Play-Doh-Kiste? Mhm. Ja, dann lassen wir das, ne? Freut die sich. Guck mal, was ich für dich habe. Ja, tschüss. Erstmal wieder weg. Aha. Zeig mal deine schöne Frisur. Du siehst ein Kopf kleiner aus. Gut. Ein Kopf kleiner. Ja, der war doch viel größer mit den Haaren. Du siehst auch breiter aus jetzt. Dein Kopf sah breiter aus. Jetzt siehst du körperlich breiter aus.
Und wie ist es? Gefällt dir? Sieht richtig schön aus. Sie ist richtig gepflegt aus. So einen kleinen Kopf hattest du? Ja. Habe ich schon längst vergessen gehabt. Isst du mit? Nee, ich habe schon mal selber gegessen. Was hast du denn gegessen? Schule. Achso, ich habe sie geschafft, sonst sie können. Schule. Die ist noch in der Schule. Elisan? Elisan hat Oma abgeholt. Sie wollte zu Oma. Achso. Also willst du nicht essen? Nee, ich habe schon gegessen. Dankeschön. Was machst du denn unten? Ist Amelie da? Nein. Ich habe gedacht, ich hätte ihr Auto gesehen. Da stand ein Auto, habe ich gedacht, das ist... Nein. Ey, guck so komisch. Sieht toll aus. Schön. Und dann essen wir beide, Schatz. Ja. Keine Kinder, mal in Ruhe. Ja, genau. Danach wie so ein Kerl. Danach ist nichts mehr da, glaub mir. Ja? Danach ist nichts mehr da bei der leckeren Bolognese, die du da gemacht hast. Wie Candlelight. Candlelight ist nächste Woche Donnerstag. Wieso Candlelight denn Donnerstag? Ja. Warum? 19.20. ist Anuga und am 21. ist Candle. Warum? Warum? Warum nicht? Wo Candle? Ja, diese Dinge. Hä? Verstehe ich nicht. Das in dieser Kirche, dieses Klavierkonzert da. Ach, echt? Um wie viel Uhr? Nee, wirklich? Ja. Hab ich völlig vergessen. Lustig. Ich denke, warum steht da Candle? Ja, Candle in the Wind. Wer passt auf die Mädels auf? Hast du das auch schon gekriegt? Nee, wird sich schon erfinden. Wird sich schon einer finden. Isst doch mal was. Wir essen jetzt noch Reste. Lecker. Die Kinder sind nicht da. Also esse ich mit meinem Mann. Hallo, liebe Frau. Ja, mal dein Zwickel. Oh, hallo. Ja, danke schön. Warte mal, du weißt nicht, was ich alles geholt habe. Für mich, nur für mich. Ja. Guck mal. Ein pinkes Auto. Ach, cool. Dein. Was hast du denn noch? Oh, auch cool. Eis. Fissi, Glissi. Ja, das. Guck das mal, eine Eismaschine. Boah, die Eiswellmaschine. Und hier, Friseursalon. Und dann machst du das. So, ne? Warte, hier hast du noch, guck mal, da hast du Play-Doh, da hast du Play-Doh. Da, da. Mama, ich mach das auf. Da. Die brauchst du ja noch nicht aufmachen, das sind die Farben. Mama, du bist nicht. Zeig mal. Oh, hier ist auch noch Play-Doh. Kannst du ausprobieren. Ich kann das nicht mehr lange. Oh, guck mal, verschiedene Farben. Und sowas. Und was ist das? Da kannst du Eis machen. Hi. Bis gleich. Mama, guck mal. Ein Einhorn. Das. Ist das schön? Gefällt's dir? Ja, das gefällt mir. Ja, aber ich mache dir jetzt ein bisschen Essen, dann gebe ich dir was zu essen. Ja, ja? Und so lang kneten. Und dann kannst du ja auch kneten, okay? Aber ein bisschen was essen, okay, mein Schatz? Ich knete und ja, kannst du. Du kannst ja gucken und dann essen, okay? Weil sonst hast du ja nichts gegessen, ne? Mama, ich mach so. Ich esse und knete. Ja, wir gucken mal, okay? Ja. Ja. Hast du deine Weste? Ja, ist mein Rucksack. Die war weg, ne? Mein Rucksack war auch komplett weg. Warum? Keine Ahnung, jetzt hat irgendetwas weggetan. Ich hab's jetzt gefunden. Das war auch wer nicht. Denn? Weiß ich auch nicht. Das war ein Bürgerpark. Nilein, hör mir mal zu. Hm. Wie alle anderen Schüler auch, wenn du eine Klasse verlässt, wenn du das Sport oder ich hatte Pause, Rucksack nimm deine ich hab, Sachen mein Rucksack mit. War in der Klasse. Die Klasse wurde abgeschlossen. Ich habe selber gesehen, wie der Lehrer das zugemacht hat. Irgendwann musste dann zum Lehrer gehen und sagen, können Sie bitte die Klasse ausschließen. Die Klasse war zu, ich hab's auch gesehen.
Na toll. Und dann musst du das drücken. Und hier geht's immer noch weiter mit Play-Doh. In Play-Doh-Welt. Ganz tolle Sachen, ne? Oh nein, jetzt ist es schon besetzt. Ich wollte eigentlich sowas machen. Nee, jetzt ist der besetzt. Was hast du, was bist du so ruhig? Du bist so ruhig heute. Papa, gib mal. Nö. Papa, gib mal. Oder ist es irgendwas? Ich mach mal Eis. Sicher. Gib mal. Steht auf uns. Ganz sicher? Steht auf. Du machst mir einen ganz anderen Eindruck. Was hast du noch gemacht in der Schule? Ich habe mit der zweiten Pause Dings gechillt. Da steht. Los, St. John's, kannst du wieder? Nein. Doch. Kopfschmerzen. Es ist nichts. Bana bak. Uyarım seni ha. Bir şey varsa söyle bana. Dur yemek vereyim de. Mama ben çabuk bir şey. Ein bisschen. Ein bisschen. Elisanda yedi. Nille, bitte schön. Iss mal deine Nudeln. Soll ich dir was zu trinken geben? Willst du? Elisa, möchtest du noch was zu trinken? Nein, reicht mir schon, dass ich getrunken habe. Slickbana. Ich hab auch Slickbana. Ah, bitte. Das nicht. Ich kenne dich anders. Ha? Du quatschst ja immer. Du quatschst ja immer, du quasselst. Ja, ist zu wenig Salz? Ja. Wirklich? Ja, sogar. Uiuiuiui. So, warte, ich ziehe mir meine Weste an. Ich finde es nämlich sehr kalt. Und so. Das hält ein bisschen wärmer. Alles hier. Wie jeden Donnerstag. Ich verbringe wieder im Auto meine Zeit und warte auf dieses hübsche Mädchen. Und ich werde mich jetzt bei euch verabschieden. Sage tschüss. Bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like da, abonniert Mamas Kanal und aktiviert die Glocke und schreibt etwas in die Kommentare. So, also bis dann. Bye, bye.